Oh, hallo. Wer seid denn ihr? Etwa mein Valentinstags-Date? Hoffentlich nicht. Ich bin heute irgendwie unzufrieden mit meinen Haaren. Ich bin sowieso heute unzufrieden mit meiner Optik. Kennt ihr diese Tage, wo man so in den Spiegel guckt und sich denkt, jeden Tag bin ich geblendet von falschem Licht und jetzt sehe ich mich im richtigen Licht und so sehe ich wirklich aus. Das Bild in der Frontkamera, das sagt die Wahrheit. Und ich möchte eine Unterkieferoperation, so wie Kylie Jenner. So ein Tag ist heute. Ja. Hashtag Selbstliebe. Ich möchte heute über den Valentinstag sprechen, denn eine Sache, die mir am Valentinstag seit Jahren auffällt, ist, so ist es in meiner Wahrnehmung jedenfalls, dass Singles sich mehr Gedanken über den Valentinstag machen als Pärchen. Und ich spreche hier von richtigen Pärchen, von echten Real-Life-Pärchen. Ich spreche jetzt nicht von Internet-Pärchen, die irgendwie zum Valentinstag nach Maui fliegen und sich da mit Rosenblättern bewerfen. Das soll aber nicht bedeuten, dass ich gegen den Valentinstag bin. Und ich finde es total cool, einen Tag zu haben, an dem man seine Liebe feiert. Und das muss ja nicht nur Beziehungs-Pärchenliebe sein, das kann Familienliebe sein oder einfach die Liebe für sich selbst. Ich finde Dates nämlich richtig cool, unabhängig von einer zweiten oder dritten oder vierten Person. Ich gehe manchmal zum Beispiel auch total gern alleine essen, obwohl ich einen Freund habe. Und was ich besonders liebe, sind Tage, an denen ich sturmfrei habe und Serien gucken kann und mir was zu essen bestelle oder mir was koche und einfach nur ein Date mit mir selber habe. Und deswegen habe ich beschlossen, heute 7 Serien vorzustellen, die ich am Valentinstag alleine mit mir gucken würde. Valentinstag-Serie Nummer 1, die ich absolut mit so einem Valentinstags-Feeling in Verbindung bringe, ist Jane the Virgin. Sie sind schwanger. Ich bin noch Jungfrau. Jane the Virgin ist super trashig. Es geht um Jane, die in den 20ern ist und immer noch Jungfrau ist. Jane ist mit Michael zusammen und möchte ihn heiraten, um dann endlich ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Aber bevor sie heiraten und ihre Jungfräulichkeit an Michael verlieren kann, wird sie künstlich befruchtet und ist schwanger von einem anderen Mann. Und es ist ein Drama und es ist lustig, es ist schön, man weint, man lacht, es ist total kitschig und total überzogen und das ist das Geile an dieser Serie und für mich ist es einfach die perfekte Serie, um sie am Valentinstag von vorne einfach durchzusuchten. Wie soll es anders sein? Valentinstag-Serie Nummer 2 ist Crazy Ex-Girlfriend, eine meiner absoluten Favoriten. Bei Crazy Ex-Girlfriend geht es um Rebecca Bunch. Rebecca Bunch ist eine total erfolgreiche Karrierefrau, die in New York lebt. Und dann trifft sie auf Josh. Und sie war damals, als sie noch Teenager war, mal in einem Sommercamp. Und da war sie mal irgendwie für 2 Monate mit Josh zusammen, also Jahre vorher. Und ja, Josh redet dann kurz mit ihr und erzählt ihr, dass er total glücklich in West Covina in Kalifornien lebt. Und Rebecca, Stalkerin wie sie ist, kündigt ihren Job und zieht nach West Covina, um Josh zu erobern. Hey Josh, I wanna look good for you tonight. So I'm gonna get in touch with my feminine side. Cause I want my body to be so soft for you. Cause boy, I know you like an hourglass silhouette. Es ist also quasi eine Serie für jedes Mädchen, das einen kleinen Stalker in sich hat, auf Partys geht, weil da irgendwer rumläuft, der noch keine Ahnung hat, dass sie existiert. Für genau diese Mädchen ist diese Serie. Ich liebe es, Rebecca Bunch ist absolut geistesgestört, dafür liebe ich sie und deswegen würde, also die Serie ist witzig, sie ist liebevoll und es wäre definitiv eine Serie, die ich am Valentinstag von vorne bis hinten durchsuchten würde, während ich Pizza in meinen kleinen Mund hineinmache. Die nächste Serie, die für mich eine absolute Valentinstags-Serie ist, ist Mom. Ich habe gesehen, wie du Kokainkrümel von einem Flocati aufgeleckt hast. Es ist keine Sünde, sparsam zu sein. Das Ende des Liedes, dass halt Christy, ihre Mutter Bonnie und die beiden Kinder von Christy gemeinsam in dieser Wohnung leben und ja, das Leben gezeigt wird von 2 trockenen Alkoholikern und ehemaligen Drogenabhängigen, die versuchen durchs Leben zu kommen, mit Männern klarzukommen, alle Dramen durchleben, aber auf eine richtig wunderschöne, asoziale und witzige Weise. Also das ist für mich so eine Sache, da fühle ich mich gut, wenn ich das gucke. Ich kann lachen, ich sehe, dass Menschen Fehler haben. Und deswegen ist das für mich die perfekte Serie für den Valentinstag, die ich mir reinziehen würde. Wo wir beim Thema Girl Power sind, die nächste Serie, die ich für den Valentinstag empfehlen würde, ist die Serie Girl Boss. Boom! Dollar Bills, y'all!
Mann, wenn du kein HPV willst, würde ich die Beine lieber schließen. Bei Girlboss geht es um Sophia. Sophia lebt in San Francisco in so einem kleinen Apartment, schlägt sich irgendwie mit verschiedenen Jobs durch und ist aber ein totaler Vintage-Fashion-Freak. Oder man kann es auch einfach... Man kann auch einfach sagen, sie kauft in Second-Hand-Läden ein. Heutzutage klingt alles immer so viel fancier, ne? Es gibt so viele neue Worte für Dinge. Ja, auf jeden Fall kommt der Tag, an dem sie eine Jacke aus dem Second-Hand-Laden auf eBay verkauft und mehrere hundert Euro damit macht. Und dann kommt ihr die Geschäftsidee und sie gründet Nastigal. Und falls ihr jetzt denkt, Nastigal? Das kenne ich doch. Das ist doch so ein voll berühmter großer Online-Shop. Ja, es ist nämlich eine autobiografische Serie und es geht wahrhaftig um Sophia, die damals Nastigal gegründet hat. Und diese Serie ist für mich einfach so viel Girl Power, Girl Boss halt. Ja, das ist einfach ein Mädchen, das sich irgendwie nicht anpassen will und total unkonventionell ist und alleine ist, gründet eine Firma aus einer Idee, aus einer Jacke und baut daraus ein Imperium auf. Die nächste Serie, die einfach für mich mit rein muss, weil sie für mich einfach Girl Power hoch eine Million ist, ist die Serie Grace und Frankie. Bei Grace und Frankie geht es um zwei 70-jährige Frauen, die beide in einer jahrzehntelangen Ehe gelebt haben und die sich treffen. Also diese beiden Pärchen treffen sich auf ein Essen. Die beiden Männer sind miteinander befreundet und haben auch eine gemeinsame Kanzlei. Also sie sind Geschäftspartner und teilen dann einfach ihren beiden 70-jährigen Frauen mit denen sie seit Jahrzehnten verheiratet sind, dass sie seit Jahrzehnten eine homosexuelle Beziehung haben, eine heimliche Affäre, sich jetzt von diesen beiden Frauen trennen und zusammenziehen. Und sie verlassen. Ja, Frankie und Grace sitzen dann da, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Sie haben ein jahrzehntelanges Leben aufgebaut, was jetzt einfach dem Erdboden gleichgemacht wurde und landen im selben Strandhaus, können sich überhaupt nicht leiden. Ja, und aus dieser verzweifelten Situation entwickelt sich eine unfassbar krasse Freundschaft zwischen zwei total unterschiedlichen Charakteren. Ich bin jung, meine Gelenke sind geschmeidig. Ich wurde noch nie operiert. Noch niemals? Nicht. Zum Beispiel so obenrum? Nein! Und beide verurteilen sich gegenseitig total und in dieses Leid schweißt sie aber zusammen und es entsteht eine total krasse Freundschaft. Und es ist für mich einfach so Girl Power, weil sie dann eigene Geschäftsideen entwickeln und sich durch die Trennung durchboxen und zueinander halten und sich ein komplett neues Leben mit 70 aufbauen und ja, so daten und Männer kennenlernen und keine Ahnung, Sexspielzeuge erfinden. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine Serie, die girly, Girl Power und valentinstagstauglich ist. Die nächste Valentinstags-Serie, die ich geil finde, ist New Girl. In der ersten Staffel ist es so, dass Jazz betrogen wird von ihrem Freund und deswegen aus der Wohnung, gemeinsamen Wohnung auszieht. Und sie landet dann halt in dieser Not in einer reinen Männer-WG. Das heißt, ihr beide habt euer Gehänge mit demselben Handtuch abgetrocknet. Wie intim. Hast du den Verstand verloren? Was soll das heißen? Wie kannst du denken, dass das dein Handtuch ist? Wäschst du es überhaupt? Nein, ich wasch doch nicht das Handtuch. Das Handtuch wäscht nicht. Wer wäscht denn dein Handtuch? Du hast es nie gewaschen. Wäschst du dein Handtuch? Du wäschst nie das Handtuch? Sonst noch was? Soll ich vielleicht auch die Dusche waschen? Oder ein Stück Seife? Wo total die Chaoten wohnen. Ja, und darum geht es eigentlich auch in dieser Serie. Man muss nicht mehr darum sagen. Es geht um Jazz, die in diese Männer-WG mit diesen total unterschiedlichen Charakteren zieht. Und es ist einfach das Witzigste der Welt. Deswegen finde ich, dass sie absolut valentinstagstauglich ist. Und die letzte Serie, die nicht fehlen darf, ist Two Broke Girls. Schnecke! Hi, was darf's denn sein? Wir hätten gern... Würde es dich stören, wenn das einer bei dir tun würde, während du arbeitest? Oh, du hast keinen Job, Entschuldige. Sie hat dich böse auflaufen lassen. Ah. Nein, Hipster. Nein. Wir sind nicht im selben Team. Du hast Tattoos, um deinen Dad zu ärgern. Mein Dad weiß nicht, dass er mein Dad ist. Nochmal zu dir. Du denkst, dieses Geräusch hilft dir beim Bestellen? Ich denke... Dieses Geräusch trocknet meine Vagina aus. Bei Two Broke Girls geht es um Max und Caroline. Max ist halt so ein Ghetto-Girl. In diesem Diner, wo sie arbeitet, fängt dann Caroline Channing an zu arbeiten. Und das ist eine sehr, sehr berühmte und sehr, sehr reiche Frau. Junge Frau, weil ihr Vater irgendwie mega krass reich und berühmt ist. Der ist aber pleite und
im Gefängnis gelandet und deswegen ist Caroline jetzt quasi arm und die beiden freunden sich dann so an und es ist einfach mega witzig und sie haben eine Geschäftsidee, sie wollen ein Cupcake-Geschäft aufmachen und brauchen dafür halt $25.000. Ja, und diese Serie besteht dann quasi aus dem Leben von Max und Caroline, die dann halt versuchen, diese $25.000 zusammenzusparen, um Girlpower-mäßig ein eigenes Geschäft aufzumachen. Ja, Leute, das waren meine Vorschläge für Valentinstags-Serie. Ich hoffe, ihr versteht irgendwie den Sinn, den ich dahinter sagen möchte. Ihr seid kleine, süße Valentinstagshasen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, Halle, tschüss.